Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein paar Fragen, die ich beantworte, weil ihr mir sie sehr, sehr oft gestellt habt. Unter anderem geht es um das Ding auf meinem Kopf und um etwas Kostenloses. So, fangen wir mal mit einem kleinen Aufwärmer an. Und zwar fragt hier der Sketcho Movie, was willst du später mal werden? Ich persönlich möchte tatsächlich in die Werbebranche so ein bisschen gehen, eine Agentur aufmachen. Ich studiere tatsächlich gerade was mit Film in Offenburg und irgendwie finde ich das interessanter, als einen ganzen Kinofilm zu machen, so Werbung zu machen. Ja. Meine Lieblingsfrage war von Dexter Hase: Jung, was ist mit deinen Haaren passiert? War auch der Top-Comment. Und ja, wenn du mir auf Instagram folgen würdest, dann wüsstest du, dass ich nicht gerade zufrieden mit meinen Haaren bin und dass es nicht unbedingt absichtlich war. Aber es war nicht der einzige Kommentar. Und der schlimmste war ja wohl, hat dir da ein Hund auf den Kopf gekackt? Kameramann, kannst du? Ist doch so schlimm jetzt auch wieder nicht. Sacred fragt, auf welches Video bist du von dir momentan am stolzesten? Und ich denke, das ist entweder das Xperia X Video, weil es sehr aufwendig war und ich habe es mit Freunden zusammen produziert, oder aber das OnePlus 3 Video, weil es mir inhaltlich besser gefallen hat und auch einfach cool aussah, fand ich, mit diesen Laufaufnahmen. Michael fragt, wieso Android statt iOS? Und ich sage da nur ein Wort: Vielfalt. Wenn ich Edge Screens und Holzrückseiten sehe und eine runde Smartwatch tragen kann, ist für mich ganz klar, warum ich Android benutze. Und jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen Urlaub verdient. So, ich bin jetzt hier in Zürich am Flughafen und ich habe noch ein bisschen Zeit vorm Flug, um noch ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar fragt hier der Technikwolf: Wohnungstour bitte. Tja, jetzt bin ich gerade noch unterwegs, aber ich schätze, bei ca. 50.000 Abonnenten oder so mache ich auf jeden Fall noch eine Wohnungstour. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Techniworld fragt, wie findest du das Galaxy Note 7? Nun, das Galaxy Note 7 finde ich sehr interessant und ich werde es tatsächlich auch im Review haben und freue mich da auch sehr drauf. Also ihr könnt gespannt sein, da kommen auf jeden Fall einige Videos auf euch zu und ja, jetzt gehe ich aber wirklich in Urlaub. So, und jetzt bin ich im Urlaub am Meer. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück, aber ich wollte euch trotzdem mal mit in meinen Urlaub nehmen und ein paar von euren Fragen beantworten. Und deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten. Was sind das für Lautsprecher? Damit meint er natürlich meine PC-Lautsprecher. Ein Video zu denen kommt sehr bald. Ich weiß, ihr habt die schon sehr oft in Videos gesehen. Ich habe es ein bisschen vor mich hingeschoben, aber sehr bald kommt dieses Video. Jetzt haben wir eine interessante Frage von Maxi, und zwar: Auf was freust du dich am meisten auf der IFA? Ich persönlich bin der Smartwatch-Träger, also freue ich mich sehr auf die neue Moto 360, die Gear S3 und die Asus ZenWatch 3, aber auch die neuen Huawei-Smartphones und so weiter, falls da mehrere kommen. Da interessiere ich mich auf jeden Fall sehr. Wirst du auf der IFA 2016 sein? Ja, werde ich. Das hat sich ja schon irgendwie gerade ein bisschen beantwortet. Und zwar werde ich sogar sehr spezifisch dort sein, weil ihr mich dort treffen könnt. Ich werde da am 31. bis zum 4. sein. Und am 4. werde ich sogar mit anderen Technik-YouTubern zusammen einen Auftritt haben. Ihr findet uns dann am Sonntag um 11 Uhr am Stand der jungen IFA in der Halle 15.2. Und jetzt kommt's, es gibt kostenlose Waffeln für alle. Also freu dich da auf jeden Fall drauf. Das hat der Matthias von ValueTech organisiert. Link zu seinem Kanal unten in der Beschreibung. Ich freue mich riesig drauf, euch alle zu treffen und dann sehen wir uns dort. Macht's gut, bis dahin. Ciao.